Moin Moin und hallo. Herzlich willkommen zu meinem ersten Gewinnspiel-Video. Der Anlass ist klar, ich habe 10.000 Abonnenten bekommen und danke euch vielmals dafür, für eure Unterstützung, für eure Kommentare, für eure Kritik und für euer Lob. Und ich habe mir gedacht, bei so einem Anniversary muss man doch mal etwas zurückgeben. Es ist jetzt nicht so super viel, wie andere größere und tollere Leute wahrscheinlich locker machen können, aber es kommt vom Herzen. Folgendes: Ich werde euch jetzt in diesem Video durch die auch rechtlichen Hürden des Gewinnspiels lotsen, was ihr da machen könnt oder machen solltet, um gewinnen zu können und wie es danach abläuft. Weil ganz einfach ist das heutzutage nicht mehr ein Gewinnspiel auszurichten, habe ich jetzt lernen müssen. Folgendes, erstmal, es geht um die Preise. Ich biete euch drei Preise an. Der erste Preis, es gibt jetzt keinen kleinen Platz 1, Platz 2, Platz 3, es ist ja egal, was euch lieber ist, könnt ihr hoffen, dass ihr es bekommen habt. Es sind drei Preise. Der erste Preis ist ein Coca-Cola-Glasset von McDonald's. Warum ich das gewählt habe, ist, weil halt die Assoziation zu meinem Burger-Kult da ist und ich diese Gläser einfach cool finde. Das Glasset besteht aus einem goldenen, einem orangenen, einem türkisen, einem schwarzen, einem roten und einem blauen Glas. Die sind neu, original verpackt. Wenn ihr wollt, das sagt ihr mir dann später, wenn ihr gewonnen haben solltet, in einer separaten E-Mail oder in der Gewinner-E-Mail dann, ob ihr das von mir signiert haben wollt. Ich kann dann gerne eine Widmung draufschreiben oder jedes Glas einzeln signieren. Die sind nämlich so verpackt, sieht man ja auch oben im Video, was ich einblende. Der zweite Platz ist ein Ladegerät. Weil wir ja viel mit Technik heutzutage zu tun haben, dachte ich, das wäre cool, ein Ladegerät auszuhändigen, was einen QI-Standard oder QI-Standard unterstützt. Das heißt also, wenn ihr ein QI-Ladegerät benötigt, könnt ihr dieses hier gewinnen. Das Ladegerät ist von HBDUS, H13 heißt es. Es ist ein kabelloses Schnellladepad für iPhone, Galaxy S, Samsung und alle anderen möglichen QI-fähigen Handys und Smartphones. Also es ist ganz einfach, ihr legt das da drauf und dann lädt euer Gerät. Ich finde das so cool, deshalb biete ich euch davon ein Exemplar an. Alle Produkte sind neu und original verpackt. Und das Letzte, das kommt wirklich von mir, also ganz allein von mir. Das habe ich für euch gemalt. Es ist ein abstraktes Gemälde mit Ölfarbe gemalt auf Leinwand und es ist signiert. Das ein Gemälde, was ich gemalt habe, ist, signiere ich es sowieso. Und das würde ich euch dann schicken, also jeweils eins davon. Denn nur einer kann einmal mitmachen und einen Preis absahnen. So, jetzt kommen wir zu den Fragen. Passt auf, die Fragen sind drei Stück. Wenn ihr alle drei richtig beantwortet, dann kommt ihr in den Lostopf. So, die erste Frage ist, wie viele Videos befinden sich in der Drawing, Malen und Basteln Playliste? Mein Kanal hat ja mehrere Playlisten. Darüber könnt ihr einfacher die Themenbereiche, weil mein Spektrum ist ja sehr groß, wie ihr gemerkt habt, könnt ihr einfacher euer Thema raussuchen, was ihr von Interesse findet. Und ich habe auch eine Playliste, da geht es ums Malen und Basteln. Also schaut euch an, wie viele Videos dort drinne stehen, wie viele gelistet sind. Und diese Frage müsst ihr beantworten, numerisch, in einer Zahl. Die zweite Frage ist, wie viel habe ich abgenommen im Fress die Hälfte Projekt 2017? Das war meine Diät, die ich letztes Jahr, also 2017, durchgezogen hatte. Die ging über 3 Monate. Das heißt, dort könnt ihr auch mal gucken, ob ihr die Videos findet und mir dann die zweite Frage auch beantworten, wie viel Gewicht ich verloren hatte. Nicht mehr jetzt. Aber trotzdem, das ist wichtig. Wie viel habe ich abgenommen letztes Jahr im FDH-Projekt? Die dritte Frage
Wann wurde das erste Video auf PDP Performance veröffentlicht? Mit dem Datum, ganz wichtig. PDP Performance ist mein Zweitkanal. Der Zweitkanal hat oder ist ein Themenkanal. Er geht um Kfz, Pkw, Lkw, Motorräder, Wartung, Inspektion, Tuning etc. Also alles um Technik kommt auf diesen Kanal. PDP Performance, schaut ihn euch an. Wenn ihr wollt, abonniert ihn gerne. Ich habe nichts dagegen. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten, genauso wie ich das auf meinem Hauptkanal handhabe. Das heißt also, da brauche ich das erste Video, was ich veröffentlicht habe, genaues Datum. Und diese drei Fragen, ne? Also ihr schreibt dann in eure E-Mail an mich, erste Frage, Ergebnis. Zweite Frage, Ergebnis. Dritte Frage, Ergebnis. Schickt ihr mir dann zu. Teilnehmen darf jeder, der volljährig ist und über eine gültige oder eigene E-Mail-Adresse verfügt. Der Zeitraum sind 7 Tage ab der Videoveröffentlichung dieses Videos. Die Teilnahmebedingungen sind ganz wichtig. Die drei Fragen sind richtig zu beantworten und dann per E-Mail an pdusp.gewinnspiel@gmail.com zu schicken. Also pdusp.gewinnspiel@gmail.com. Diese E-Mail-Adresse benutze ich jetzt, um dass ihr mir dort die Fragen hinschicken könnt, die ihr beantwortet habt. Beim Einsenden der drei Antworten müsst ihr mir euren Namen, mit dem ihr auf YouTube angemeldet seid, und euren Namen, mit dem ihr im Verlosungsvideo genannt werden wollt, mitteilen, wenn ihr gewinnen solltet. Und natürlich, wenn ihr zu den glücklichen Gewinnern dann gehören solltet, dann meldet ihr euch mit derselben E-Mail-Adresse, mit der ihr teilgenommen hattet, und erwähnt noch einmal euren Namen, mit dem ihr auf YouTube angemeldet seid, und euren Namen aus dem Verlosungsvideo. Darüber hinaus benötige ich dann auch eure Adresse, um euch den Gewinn zuschicken zu können. Das sollte natürlich nur deutschlandweit sein, weil weltweit würde dann ein Chaos geben. Also ich versende nur deutschlandweit die Gewinne und ich muss diesen Weg gehen wegen dem Datenschutzgesetz, weil ich selber nicht Kontakt unaufgefordert zu euch suchen darf. Deshalb leider dieser Umweg über diese extra E-Mail-Adresse und über die zwei E-Mails. Also nochmal, erste E-Mail-Kontakt zu mir mit den Antworten. Zweiter E-Mail-Kontakt, nachdem ich das Video veröffentlicht habe, wo die Gewinner drinne ausgelost worden sind, dann müsst ihr euch nochmal bei mir melden und sagen, hey, ich habe gewonnen. Und dann schicke ich euch euren Gewinn zu. Jeder Teilnehmer kommt nur einmal in den Lostopf und eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die von mir erhobenen Daten werden nur für das Gewinnspiel verwendet und nach der Abwicklung des Gewinnspiels unverzüglich gelöscht. Nur die genannten Gewinnernamen im Gewinnspielvideo verbleiben, weil das Gewinnspielvideo ist ja dann einmal gemacht und ist öffentlich. Also das muss euch klar sein. Und auch ganz wichtig ist, dass nur ich für dieses Gewinnspiel verantwortlich bin, ich ganz alleine. Keine andere Firma, keine andere irgendwelche Personen, sondern nur ich bin für dieses Gewinnspiel, was ich für euch abhalte, verantwortlich. Und deshalb wünsche ich euch viel Glück. Ich fasse jetzt nochmal zusammen. Drei Fragen. Wie viele Videos befinden sich in der Drawing, Malen und Basteln-Playliste? Zweite Frage, wie viel habe ich letztes Jahr abgenommen im FDH-Projekt? Und drittens, wann wurde das erste Video auf PDP Performance veröffentlicht? PDP Performance ist ein anderer Kanal, nur so als Tipp, aber er ist von mir. Und dann, 7 Tage habt ihr jetzt Zeit, mir das zu schicken an die E-Mail-Adresse, die ich natürlich auch unten alles nochmal aufschreibe und einblende. pdusp.gewinnspiel@gmail.com und ich wünsche euch viel Glück und vielen Dank für 10.000 Abonnenten, vielen Dank fürs Zuschauen, bitte abonniert mich und PDP Performance, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun!